erste Schlepperpier, eine Pontonpier. Das heißt, der Ponton schwimmt auf mit der Tiefe hoch und runter, jeder Ebbe und Flut. Der durchschnittliche Tiefenhoch in Bremerhaven sind so etwa 3,5 Meter. Und das wäre schon eine ziemliche Arbeit, wenn es eine feste Pier wäre, weil die Schiffsbesatzung ständig an den Festmachern arbeitet.